Ja, das Thema der Staat an seinen Grenzen. Wie kam ich darauf? Ich habe das, was ich so an unterschiedlichen Veröffentlichungen gemacht habe, dem mir auch immer gewisse inhaltliche Nachforschungen vorlaufen, habe ich ja unterschiedliche Felder abgedeckt. Der, der meine Bücher kennt, weiß, dass eines in das andere greift. Auch schon im ersten Buch kam also Zuwanderung und Islam vor. Es kommt überall Bildung vor und so weiter. Aber ich wende mich dann dem einen oder dem anderen Aspekt doch dann vertieft zu. Und nachdem ich jetzt im letzten Buch den Islam behandelt hatte, vertieft und mich mit diesen ganzen Entwicklungen auseinandergesetzt hatte und auch der Risiken für Europa oder auch für Deutschland, für unsere Kultur, was auch immer, kam natürlich dann verstärkt die Frage auf, was kann man eigentlich tun? Und da fiel mir als Arbeitstitel ein Buch mit dem Titel Da die große Mauer. So, da sagte natürlich mein damaliger Verlag, das geht jetzt überhaupt nicht, das können wir so nicht machen. Dann war der Arbeitstitel Europas Grenzen, weshalb wir einen neuen Limes brauchen. Und daraus wurde dann hier dieser Titel, der Staat an seinen Grenzen, der das Ganze ein bisschen abstrakter fasst. Es ist ja ganz egal, wie man den Staat abgrenzt. Das heißt, es ist natürlich nicht egal, irgendwo muss er abgegrenzt werden. Und man kann das Thema beziehen auf den Nationalstaat, auf die Europäische Union, auf einen ganzen Kontinent, wie auch immer. Und letztlich wurde es dann ein Buch über Einwanderung und über Grenzen. Wobei ich den Begriff Migration vermeide, nicht weil er jetzt falsch ist, sondern weil er plötzlich in der heutigen Welt einen gewissen falschen Klang bekommen hat. Deshalb rede ich von Einwanderung. Migration ist ja alles, Einwanderung und Auswanderung. Ich rede von Einwanderung. Und der Fokus meines Buches richtet sich also nicht auf die Frage, weshalb Menschen auswandern oder was ihre Motive sind oder was sie dann für der Erfolge oder der Misserfolge haben. Darüber haben also genügend andere geschrieben, sondern ich befasse mich mit der Frage, was bedeutet Einwanderung, wie auch immer sie stattfindet, eigentlich dafür die Einheimischen in den Weltgegenden oder Ländern, wohin Menschen einwandern. Also für die sogenannten Einheimischen, Autochtonen oder der Indigenen, jeder kann sich das passende Wort hier auswählen. Und dann habe ich meine welthistorische Kenntnisse, wie ich sie aus der Hand hatte, zusammengekramt und habe gesagt, den Fall, wo Einwanderung für die Einheimischen davon Vorteil war, die muss man mir historisch erst noch mal zeigen. Nun, das war in dieser Punkt nichts als ein fest gegründetes Vorurteil, was man untersuchen muss. Und mit dieser Fragestellung ging ich dann ran und wollte an sich nur eine relativ kurze Einleitung schreiben über Einwanderung in der Weltgeschichte, und dies war dann am Ende etwa 50% des Buches. Und das habe ich dann systematisch angefangen, indem ich wirklich von der menschlichen Urgeschichte ausging bis in die Gegenwart und indem ich gleichzeitig eigentlich sämtliche Kontinente und sämtliche Kulturen abdeckte. Und als Resultat kam raus, dass letztlich man sehr viele unterschiedliche Kategorien von Einwanderung unterscheiden kann, aber dass die Fälle, wo Einwanderung für die einheimische Bevölkerung davon Nutzen ist, sich doch auf ganz wenige, also sehr begrenzte Aspekte reduzieren lassen, nämlich
Die Einwanderer dürfen nicht sehr zahlreich sein. Die Einwanderer sollten in gewissem Umfang da kulturell ähnlich sein. Und sie sollten da Qualifikationen mitbringen, die die Einheimischen so nicht haben. So, und von daher sehen wir natürlich, dass die Einwanderung der Griechen in der Antike schon sehr viele nützliche Aspekte hatte, auch für die Gegenden, wo sie einwanderten, auch wenn es nicht immer gewaltfrei war. Wir sehen, dass die Einwanderung von der Salzburger Christen oder davon Hugenotten nach Preußen in vieler Hinsicht hilfreich sah, weil sie Fähigkeiten mitbrachten, die es so nicht gab. Das Gleiche galt für die böhmischen Weber, die nach Brandenburg kamen. Und man kann sehen, dass die Einwanderung der Juden Osteuropas nach Österreich und Ungarn und Deutschland doch sehr fruchtbringend war, ebenso die spätere Einwanderung in den USA, weil eben kulturelle Ähnlichkeit mit gewissen Fähigkeitsprofilen zusammenpassen und dies auch immer gleichzeitig ging mit einem Willen zur Anpassung. So, für den Rest der Menschheitsgeschichte gilt, dass Einwanderung an sich in der Mehrzahl der Fälle für diejenigen, wohin man einwanderte, nachteilig war. Dies kann man sehen bei der Einwanderung des Urmenschen nach der Homo sapiens nach Asien und nach Europa, der den Neandertaler verdrängte und der sogenannten Peking-Menschen. Man kann dies sehen bei der Einwanderung der Ackerbauern nach der Mitteleuropa, die Jäger und Sammler verdrängten. Man kann dies sehen anhand der Einwanderung der Indoeuropäer. Ich habe dann das Feld weitergesteckt, bin durch die antike Welt durchgegangen, auf die islamischen Wanderungen gegangen, habe die Verhältnisse untersucht, wie sie sich ergaben durch die Entdeckung der Welt durch die Europäer und durch den europäischen Kolonialismus. Bin dann weitergegangen zu den Einwanderungsprozessen rund um China. Komme dann, wie gesagt, zu dem Substrat, dass letztlich Einwanderungsprozesse zumeist nicht von gewalttätigen Prozessen getrennt werden können. Dass gleichzeitig Einwanderung oder Wanderungsbewegungen immer wieder dazu geführt haben, dass Völker und Ethnien und Stämme und Gesellschaften, wie immer man das abgrenzt, immer wieder untergingen. Ich bin dann des Näheren eingegangen darauf, wie neue Völker, da wie neue Ethnien entstehen. Die entstehen natürlich durch Mischung. Die Durchmischung findet meist so statt, dass die Einwanderer oder fand historisch meist so statt, sich der Frauen und Mädchen der Einheimischen bemächtigten und mit ihnen zusammen ein neues Volk gründeten. Und diese Prozesse lassen sich im Prinzip überall ähnlich dann beobachten. In dem Zusammenhang habe ich dann immer wieder nach den einzelnen Abschnitten dieser Einwanderung mir bestimmte Fragen gestellt, nämlich wie hat es jetzt in diesem Fall gewirkt, wie waren die Zusammenhänge, was bedeutete das für die Einheimischen, was bedeutete das insgesamt für die der kulturelle Entwicklung, und dabei hat man natürlich auch sehr interessante Entwicklungen, wo ich dann immer aufpassen musste, dass ich mich historisch dann nicht verliere. Das habe ich aber dadurch bewältigt, dass ich diesen Gesamtteil eben dann doch
auf die einzelnen Bereiche relativ diszipliniert aufgeteilt habe. Denn natürlich ist es äußerst interessant zu sehen, wie die der Eroberung Persiens und letztlich der also damals bekannten Welt bis an die Grenzen Indiens durch Alexander den Großen, das also Griechentum eben über weite Teile der Welt verbreitete und wie dann nach der brutalen militärischen Eroberung doch dann eine über Jahrhunderte währende, nach der kulturellen Durchdringung führte, sodass praktisch Einwanderung natürlich unmittelbar für die Einheimischen mit extremen Belastungen verbunden war, dann aber doch auch wieder andere nach der interessante Aspekte erbrachte. Ähnlich ist es ja bei den Römern. Die Römer waren sehr effiziente Militärs. Sie kannten auch bei der Anwendung von Macht wenig das Skrupel. Aber sie haben eben gleichzeitig, waren sie auch Träger von Technik, Zivilisation und Kultur, die dann die Gebiete, wo sie einwanderten, auch dann wieder stark prägten. Auch muss man die ganzen ethnischen Fragen sehr, sehr differenziert sehen. Denn es ist in der Tat interessant, wie die Römer mit einem relativ geringen Volkssubstrat, wenn ich das mal so nenne, was da so um Rom rum war, die Ladiner letztlich sich ganz Italien anverwandelten und dann unter große Teile der damals bekannten Welt sich anverwandelten. Spanien, Gallien, bis nach Germanien rein, wie sich das dann auch verband mit der griechischen Kultur. Sodass letztlich man doch sehen muss, dass die Volkswerdung und Volksentstehung natürlich immer auch was zu tun hat mit ethnischer Herkunft, mit biologischem Erbe, aber letztlich auch darüber weit hinausgreift. Also nach diesem Abschnitt, den ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vortragen will, der mich aber immer wieder fasziniert hat beim Schreiben, und ich habe von Ihnen gerne gehört, dass er Sie auch dabei im Leben fasziniert, sind ganz viele Aspekte, die wahnsinnig interessant sind. Zum Beispiel, ich will jetzt nur einen rausbeziehen, dass der Römische Reich hat dies geschafft durch die Verbindung von kultureller und militärischer Überlegenheit. Und gleichzeitig haben sie dann im Zuge einer Automatik der Machtsicherung letztlich dann die Grenzen des Reiches bis an den Rand der damals bekannten zivilisierten Welt rausgeschoben. Dann merkten sie, jetzt kommen sie auch nicht mehr weiter, jetzt, und es lässt auch ihre Kraft nach. Dann haben sie sich in eine systematische Grenzkultur haben sie dann entwickelt, der Limes nur ein Ausdruck ist, das war ja viel mehr. Man hat die Völker der anderen Seite hat mit ihnen verhandelt, hat versucht, sie zu befrieden, hat sie ins eigene Militär einbezogen, hat sie teilweise auf eigenem Gebiet angesiedelt, hat natürlich aber auch immer die Machtkarte gezogen, hat Grenzen exakt definiert und hat sie auch exakt verteidigt und das in einer gewaltigen militärischen und kulturellen Leistung vom Hadrians Wall bis in die arabische Wüste hinein. Und das Ganze hat man geschafft, nachdem das System einmal stand, mit einem nach der stehenden Heer von wenigen hunderttausend Mann, vielleicht 30 bis 50 Legionen, die aber so verteilt waren, dass man das immer hin und her schieben konnte hinter den Grenzen, während das Innere des Römischen Reiches weitgehend befriedet war und auch weitgehend frei von Militär und anderem, was natürlich einen ungeheuren Raum des Handels und der
also Freiheit schuf. Das System war allerdings immanent instabil in dem Moment, in dem die andere Seite erstarkte. Die Germanen und anderen Völker haben natürlich von den Römern dann gelernt. Der militärtechnische Unterschied ließ sich nicht so aufrechterhalten. Sie waren zugleich also nach der demografisch stärker. Und nachdem letztlich im Zuge der Völkerwanderung an einigen Stellen das System aus den Angeln gehoben worden war, konnte man es auch nach der nicht mehr reparieren. Dazu war Italien als Zentrum auch zu klein, und das, so ging es nicht. Das andere Fall ist der Fall Chinas, der wirklich sehr interessant ist. Die Chinesen haben während ihrer ganzen, je nachdem wie man es bemisst, 2.000 bis 5.000 währende Geschichte, ist es der ewige Kampf zwischen den Bauern im zentralen China und den sogenannten nach der Steppennomaden. Und dies war ein ewiger Kampf, bei dem die nach der Steppennomaden am Ende immer militärisch überlegen waren, weil sie halt die härteren Krieger waren, durch die Umstände bedingt. Und am Ende letztlich in der kompakten Masse des chinesischen Volkes dann doch auch wieder untergingen. Und diese Kompaktheit, diese demografische Überlegenheit führte dazu, dass die nach der Steppennomaden, ob sie nun Hunnen, Türken, Mongolen, Mandschus, Jurchen oder sonst etwas waren, es waren immer wieder andere, haben sie das dann zwar dann erobern können, aber wenn sie es halten wollten, dann hatten wiederum die Chinesen die Vorhand. Und das ist ja so geblieben bis ins nach der 16., 17. Jahrhundert. Und wenn man sich die heutige chinesische Außenpolitik anschaut, so ist sie ja genau aus dieser Vergangenheit zu erklären, weil man ja jetzt seit dem 18. Jahrhundert die Gebiete der ehemaligen Nomadenvölker dem Reich einverleibt hat und nun auch dafür sorgt, dass auch diese jetzt chinesisch werden. Deshalb das relativ harte Vorgehen in Xinjiang oder in der äußeren Mongolei, nach der inneren Mongolei, im südchinesischen Meer und so weiter. Das hat eine Logik der Macht, die man bis ins chinesische Mittelalter da zurückverfolgen kann. Das ist auch wieder interessant. Aber wie gesagt, das Römische Reich war eine historische Ausnahme, dass so etwas so entstehen konnte in diesem Raum, welches gleichzeitig Europa und das nördliche und westliche Asien miteinander verklammern konnte. Das war in dieser Form eine Ausnahme. Jetzt bin ich ein bisschen stärker als geplant in diese historischen Dinge eingegangen, die ich normalerweise gar nicht vortrage. Aber hier gehe ich ja davon aus, habe ich auch ein teilweise sachkundiges und interessiertes Publikum. Und aus diesen Strukturen leite ich dann am Ende des ersten Kapitels Lehren aus der Geschichte ab. Zum Beispiel zur Frage, was ist eigentlich Ethnogenese? Also wie vollzieht sich Ethnogenese? Wann und unter welchen der Modellbedingungen ist Einwanderung für die Einheimischen also vorteilhaft oder nachteilig? Wie steht es mit dem sogenannten der Bevölkerungsaustausch? Und ähnliche Fragen mehr. Zum Bevölkerungsaustausch haben sich schon einige der gehörig aufgeregt. Dabei ist an dem Begriff selber überhaupt nichts Bösartiges. Es findet kontinuierlich ein Austausch von Bevölkerung statt, dadurch dass unterschiedliche Gesellschaften unterschiedliche demografische Entwicklungen haben. Schon alleine. Und natürlich war die ganze Menschheitsgeschichte fortwährend geprägt vom Bevölkerungsaustausch, der großenteils auch sehr
auch sehr gewaltsam verlief. Und natürlich können wir auch also gegenwärtige Entwicklungen in Europa und Deutschland jetzt in historischer Perspektive auch unter dem Aspekt des also Bevölkerungsaustausch analysieren, ohne dass man jetzt meint, das sei nun ein Teil einer also Weltverschwörung oder einer Verschwörung von Eliten, sondern solche Prozesse vollziehen sich objektiv und unwillkürlich und haben dann ein gewisses Ergebnis, auch dann, wenn keiner damit möglicherweise bestimmte Absichten verbindet. Etwas näher eingegangen bin ich immer wieder auf das Thema der Ethnogenese, weil das ja auch immer bei uns so in den Hinterköpfen spuckt. Da kommt was Neues rein und dann werden wir uns gegenseitig befruchten und dann wird daraus etwas Neues und möglicherweise Besseres erwachsen. Das ist doch ein positiver Prozess. Dafür gibt es dann solche Ausdrücke wie kulturelle Vielfalt und Diversität und lasst 100 Blumen blühen und alles Mögliche. Tatsächlich zeigt sich, dass es natürlich Ethnogenese gibt. Die Griechen brauchten 800 Jahre für ihre Ethnogenese von etwa 1300 also vor Christus bis zum Jahre 500 vor Christus. Die Römer, bis das Römische Reich so entstanden war aus dem kleinen Volk der Daladiner, brauchten auch einige hundert Jahre. Wenn ich mir die Ethnogenese Deutschlands anschaue, so ergibt es sich aus der Ethnogenese germanischer Stämme wie der Franken, Sweben, Alemannen und so weiter. Sie ergibt sich aus der Völkerwanderung und dann aus dem Zusammenwachsen der immer germanisch besiedelten Teile Deutschlands, den ehemals römisch beherrschten und geprägten Teile Deutschlands und letztlich dem Teil Deutschlands, in dem dann ab dem Jahr 600, 700 nach der Slawen legten, das Germanica, nach der Slavica, der Romana und der Germanica, kann man eben hier so sagen. Und daraus entwickelte sich dann schon auch das deutsche Volk mit einer gemeinsamen Kultur, einer gemeinsamen Sprache, einem gemeinsamen Volksbewusstsein. Aber dies war ein Prozess, den man entweder ansetzen kann ab dem Ende der Völkerwanderung, also ab etwa 500, oder man kann ihn auch ansetzen bei Karl dem Großen. Abgeschlossen war er mit dem Beginn der Salierherrschaft. Also letztlich dauerte die deutsche Ethnogenese, je nachdem, wie man sie abgrenzt, 600 Jahre. Interessant übrigens, dass die Ethnogenese der Franzosen, das war ja das ehemalige nach der Westfränkische Reich, und die Ethnogenese der Engländer genauso lange dauerte. Die Ethnogenese der Engländer begann mit der Eroberung Englands durch die Angeln und Sachsen, was übrigens auch eine fürchterlich blutige Angelegenheit war. Die keltische Kultur ist dabei vollständig verschwunden. Sie wurde abgedrängt nach Wales und nach Cornwall. Und die heutigen DNA-Untersuchungen zeigen, dass es auf den klassischen Siedlungsgebieten der Angeln und Sachsen, also Wessex und Anglia und so weiter, auch in der Tat einen äußerst weitgehenden Bevölkerungsaustausch gab. Hier passt der Begriff. Von daher begann dann die englische Ethnogenese, die einen neuen Trend bekam durch die Einwanderung der Normannen. Das hat die englische Sprache wesentlich verändert. Das hat auch die englische Kultur wesentlich verändert. Also romanische Kirchen heißen heute noch in England nach der Norman Style. Und letztlich ist das ein Prozess, der auch dann wieder exemplarisch ist. Hier haben wir Statistiken
durch den ersten normannischen König, also Wilhelm der Eroberer, der nach 20 Jahren des Eroberns dann noch genau wissen wollte, was er so besaß, und das also der Doomsday Book erstellte, das erste also Grundbuch oder Weißbuch oder also Fischers Almanach von England, wie man so will, wo man die Besitzverhältnisse erkennt, und daraus kann man sehen, dass letztlich dass die also Normannen eine extrem dünne Oberschicht waren, wenige tausend Menschen, die am Ende über die Kirche und über das also Königsgut und über die also Grundherrschaft 80% der Landes in England an sich gebracht hatten. Und dann wiederum sieht man, dass 100 Jahre später die Normannen letztlich aufgegangen waren in England, und dass man dann eigentlich erstmals so ab dem Jahr 1100 von einem englischen Volk reden kann. Also überall dauern die Prozesse so lang. Wenn ich die USA mir anschaue, die amerikanische Ethnogenese begann sicherlich im 17. Jahrhundert, noch im Jahr 1790 bei der ersten amerikanischen Volkszählung gab es sage und schreibe 4 Millionen Amerikaner in den neuen USA, in den ehemaligen, also 13 Kolonien. Aber letztlich, wenn wir uns die amerikanische Geschichte anschauen, so ist die amerikanische Ethnogenese bis heute nicht abgeschlossen. Ich hatte gerade vorhin E-Mail-Verkehr mit einem Leser, der mir sagte, na, das stimmt doch nicht, die mischen sich doch jetzt mehr und mehr. Wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man fest, am Ende entsteht der Ethnogenese immer durch die Vermischung. Stellt man in den USA fest, dass praktisch Mischehen zwischen Weiß und Schwarz nach der 2% aller geschlossenen Ehen stattfinden. Auch die Ostasiaten leben in den USA sehr für sich. Mit den Hispanics ist es nicht ganz so. Aber letztlich können wir sagen, dass die USA in einem Prozess einer noch nicht abgeschlossenen Ethnogenese sind. Und die Spannungen, die wir im Augenblick drüben sehen, kann man auch als Teil solch eines der Prozesses sehen. Nach diesem Kapitel 1, wo ich letztlich wesentliche Thesen dann auch aufstelle über die Wirkung von Einwanderung und die unterschiedlichen Unterfälle, befasse ich mich dann in einem Kapitel 2, weil ich das wichtig fand, näher mit der Ethnogenese und mit der Kultur der Deutschen. Das ist bis zum Jahr 1945. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil man dann doch sieht, wie vorsichtig und differenziert, andererseits aber auch eben selbstbewusst man mit solchen Dingen umgehen muss. Und man sieht eben auch, dass Deutschland auch in seiner Volkwerdung, aber auch in seiner Staatsbildung eben also typische Unterschiede hat zu England oder dazu Frankreich, und dies erklärt vieles von dem, was auch immer wieder dazu einem der Problem wurde. Fange ich zunächst historisch an, dann wird er kulturell. Ich zitiere Schiller und Goethe, ja, die doch den Deutschen anlegen, sie sollten doch bitte Kulturnation werden. Ich zitiere Heinrich Heine, der davon schreibt, die einen haben das Meer, die anderen haben die Erde, wir haben das Reich der
also Träume, und fühlen uns am wohlsten in deutschen Federbetten, wo wir von der Kultur träumen wollen. Und dann zitiere ich, Nietzsche, der wiederum sagt, dass das besondere Deutsche sich eben auch aus gewissen Aspekten einer ungeheuerlichen Vermischung gibt und der auch sehr schön zeigt, wie das also Furchtbare und das nach der Erhabene dicht beieinander liegen, kommt von da aus dann zu also Thomas Mann, der sich selber hier auch bezieht und dann letztlich im Jahr 1945 in einem sehr interessanten Aufsatz dann einen Gesamtrückblick auf das deutsche Volk und die deutsche Kultur wirft, sehr klug. Und am Ende, das ist gleichzeitig ja parallel, geht das zeitlich ja zur Gründung der Vereinten Nationen, letztlich auf die deutsche Erlösung im Weltstaat hofft, was natürlich wiederum ein historischer Irrtum dann von Thomas Mann ist. So, jetzt habe ich, das ist das Kapitel 2. Im Kapitel 3 greife ich unterschiedliche Bezüge auf und beziehe mich dort auf die Einwanderung, wie sie seit den also 50er Jahren in der Europa stattfand. Das ist nämlich jetzt auch etwas Interessantes, was sich eben ergibt. Wenn wir müssen ja immer also Großwanderungen unterscheiden und der regionale Wanderungen unterscheiden. Und es ist einfach interessant zu sehen, dass sich seit der Einwanderung der Indogermanen um 2800 vor Christus, die eben außerordentlich gewaltsam waren, bedeutete, dass sich die also DNA, soweit man das heute gibt es ja dazu Untersuchungen, letztlich nach der 60-70% in England und in Zentraleuropa geändert hat, eben durch die indogermanische Einwanderung. Dann haben wir von dieser Einwanderung der Indogermanen letztlich innereuropäische Wanderungen, wobei ich jetzt den westlichen Rand der Eurasischen Steppe auch dann nach Europa mit einbeziehe. Wir haben aber praktisch knapp 5000 Jahre lang keine wesentliche Zuwanderung von außen. Die eigentliche wesentliche Zuwanderung von außen, kann man zusammenfassen, das war der Einfall der Hunnen während der Völkerwanderung, was aber nur ein minimaler demografischer Eintrag war. Es war die Eroberung nach der hispanischen Halbinsel durch die Araber, was auch nur ein sehr überschaubarer demografischer Eintrag war. Es war der sogenannte Mongolensturm, der sich also demografisch im Wesentlichen im östlichen Russland auswirkte, sonst nicht. Und es war die Eroberung des Balkans durch die Osmanen, durch die Türken, auch mit einem sehr begrenzten demografischen Eintrag. Sonst ist Europa, und das muss man sich mal vor Augen führen, als Kontinent mit doch Völkern mit relativer kultureller Ähnlichkeit, mit immer wieder großen Parallelen in der Geschichte, trotz aller Feindschaft. Sonst war Europa letztlich vom Jahr 2800 vor Christus bis zum Jahr 1950/60 der Kontinent ohne wesentliche Einwanderungen von außen. Und deshalb verstehen die meisten Leute auch gar nicht, was eben die Einwanderung aus dem westlichen Asien, die Einwanderung aus Afrika, die Einwanderung aus dem islamischen Kulturkreis, die wir jetzt seit den 60er Jahren in wachsendem Umfang haben, letztlich für einen gewaltigen Bruch bedeutet. Also hier kommt dieser Teil der also neueren Einwanderungsgeschichte, der dann endet mit den Ereignissen rund um das Jahr 2015 und deren ökonomischer, wirtschaftlicher und sonstiger Einordnung. So, im Kapitel 4, da befasse ich mich nun mit ethischen Fragen von Einwanderung. Denn natürlich muss man sehen,
wo die Menschen herkommen. Das schreibe ich irgendwo zu Beginn des Buches, wenn ich so das also typische Narrativ, was im Kopf von 80% aller Menschen ist, soweit sie sich für diese Fragen interessieren, mit denen wir uns unterhalten, das also typische Narrativ geht wie folgt. Erstens, Einwanderung hat es immer schon gegeben. Sie ist praktisch ein Menschheitskontinuum. Meine Antwort, falsch. Das zeige ich immer wieder in dem historischen Kapitel. Einwanderungsprozesse waren immer zu allen Zeiten der Sonderereignisse, wurden auch als solche empfunden und wurden letztlich, die Hauptsache war, oder das, was die Menschheit immer bestimmte, war, dass der Mensch also stationär in Stämmen, Gruppen, Staaten, Gesellschaften, wie auch immer lebte, ohne dass es hier jetzt also große Einwanderung gab. Und das andere war die als katastrophal eine fahl empfundene Ausnahme. Also dass es das immer schon gegeben habe nach der Kontinuum ist falsch, auch falsch für die Gegenwart. Zweitens, Einwanderung ist ein historischer Prozess, den man sich sowieso nicht entziehen kann, dem man sich also beugen muss. Auch das ist falsch, denn es zeigt sich immer wieder, dass unterschiedliche Staaten, Kulturen, Gesellschaften, wie immer man es abgrenzt, mit der Einwanderung sehr unterschiedlich umgegangen sind. Und dass da, wo es eine große Organisationskraft und eine gewisse kulturelle und auch demografische Stärke gab, man auch letztlich in einem feindseligen Umfeld oder mit feindseligen Nachbarn das eigene über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende praktisch als schützen und bewahren konnte. Immer wieder mit Einbrüchen, aber gleichwohl das alte Ägypten, welches um das Jahr 3000 davor Christus entstand, hat die ersten 1000 Jahre seiner Existenz im Alten Reich praktisch ohne Einwanderung überlebt. Und danach waren immer wieder das Auf und Ab der unterschiedlichen Reiche, war damit verbunden, dass man Einwanderung wieder abriegelte und dann sich doch wieder auf das eigene besann. Und so kam die ungeheure Stabilität der ägyptischen Kultur, die natürlich am Ende auch dann eben in der Erstarrung endete. Und dann kam hat Alexander der Große und kamen die Griechen und später kamen die Römer. Dann das Römische Reich ist der klassische Fall, 400 Jahre militärische Expansion, so kann man das etwa sagen, bis zum Jahr 50 davor Christus. Dann also 400 Jahre ein also konsolidiertes Reich hinter im Wesentlichen geschützten und militärisch gesicherten Grenzen und dann eben die bekannten Entwicklungen des also der Zusammenbruchs des Weströmischen Reiches, aber immerhin das Oströmische Reich hat, nachdem es den Ansturm der also Muslime des Islams überstanden und Ägypten und der Syrien und den Irak verloren hatte, letztlich doch noch bis zur Schlacht von Tanzikert, also bis es war um 1150 überlebt. Dann war es vorbei, dann kamen die Türken, dann kam die türkische Besiedlung. Auch das übrigens ein ganz interessanter Fall von der langfristig angelegten der Bevölkerungsaustausch. Asia Minor, also das heutige Kleinasien, war in seinen westlichen Teilen im Wesentlichen griechisch besiedelt. Es war eigentlich griechisch, es war nichts anderes. Weiter im Osten kamen dann die Armenier und die Parther. Und es also blieb auch der Griechisch, als die Türken kamen, die dann ab 1150 ab 1070 war es, in immer größeren Zahlen einwanderten. Aber das waren doch der langfristige Prozesse. Im Jahr 1913, am Vorabend des Ersten Weltkrieges, hatte
das Gebiet der also heutigen der Türkei 13 Millionen Einwohner. Und davon waren immerhin noch 25% der Armenier und Griechen, also Christen. Das heißt, der Bevölkerungsaustausch vollzog sich letztlich über 800 Jahre und fand erst mit der Vertreibung der Griechen und mit dem Völkermord an den der Armeniern während des Ersten Weltkriegs und in den 20er Jahren seinen Abschluss. So, also im Kapitel 3 befasse ich mich mit den ethischen Fragen der Migration. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, so wie ich das auch angelegt. Der Kapitel 4 befasse ich mich damit für das Kapitel 5. Im Kapitel 5 setze ich mich, habe ich ja nun eine gewisse Basis gelegt. Ich bin dran an der Gegenwart. Ich habe die ethisch-moralischen Fragen abgehandelt. Und ich frage, was wird jetzt eigentlich kommen? Und nun sind wir ja letztlich am Beginn eines wachsenden Bevölkerungsdrucks aus Afrika und aus dem westlichen Asien, der sich letztlich demografisch erklärt, aber auch erklärt durch die Spezifika der kulturellen der Bedingungen in diesen Gebieten durch die Entwicklungsmängel und so weiter. Und hier versuche ich jetzt letztlich zu sagen, ja, was können wir denn tun, um uns hier auseinanderzusetzen? Und damit bin ich beim Thema der Fluchtursachen bekämpfen, weil ich als, ich sag mal, logische Stufe, wenn man sagt, da will jemand fliehen, damit haben wir ein Problem, dann ist die, ich sag mal, ist die logische Stufe, bei der man auch verweilen muss und die man auch mit Sorgfalt abarbeiten muss. Was kann ich denn tun, um die Ursachen für diese Flucht zu bekämpfen? Oder für diese Bewegung Flucht, damit, dass wir reden davon Flucht, sind wir eigentlich auch schon in einer falschen Diktion. Und hier mache ich etwas, ich habe mich hier zunächst einmal 14 Tage lang in die aktuelle UNO-Bevölkerungs, der Statistik und der Prognose vertieft, die jedes Jahr da erneuert wird. Das ist so ein Stab in Wien, das macht und dann wirklich ein monumentales Werk ist. Ich habe mich damit erstmals befasst. Dafür mein Buch Deutschland schafft sich ab. Und hier steht am Beginn des Kapitels, was wir denn tun mit den Auswanderungsländern, eben eine der Bevölkerungsanalyse. Und das muss jeder selber lesen mit zahlreichen Tabellen. Ich habe versucht im Buch letztlich, dass die Kernaussage da wie folgt zusammenzufassen. In diesen Ländern, in Afrika, in Subsahara-Afrika und aber auch in Pakistan, Syrien und Irak, da verdoppelt sich die Bevölkerung alle 25 bis 30 Jahre. Das bedeutet, dass eben aus dem Afrika, das zu Beginn der Kolonialzeit, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der vielleicht 50 Millionen Einwohner hatte, eben letztlich mit dem Ende der Kolonialzeit hatte Afrika 250 Millionen Einwohner. Heute liegt es bei 1,3 Milliarden Einwohnern. Und im Jahr 2100 wird es bei 4,5 Milliarden Einwohnern auslaufen. So, das sind ja Zahlen, die einen überfordern. Wenn man das auf die einzelnen Länder runterbricht, dann sieht man eben, dass ein Land wie Simbabwe, die ehemalige Kolonie Rhodesien, halt zur Zeit, als Rhodesien britisch besetzt wurde, Kolonie wurde, gab es dort vielleicht 300.000 Einwohner im Jahr 1948 gab es dort 1,5 Millionen Einwohner. Heute gibt es dort 14 Millionen Einwohner. Ähnliche Zahlen finden Sie für Somalia, Eritrea,
Übrigens ist es interessant, dass die Bevölkerungswachstum umso ungebremster ist, je mehr ein Land von Bürgerkriegen und so weiter verzehrt wird. Die richtige Kausalität habe ich hier noch nicht entwickeln können. Aber Afghanistan hat seine Bevölkerung, es hat heute 50 Millionen Einwohner, es hat seine Bevölkerung allein seit dem Beginn der 90er Jahre da verdreifacht. Und Präter Propter seit der letzten Intervention der Amerikaner im Jahr 2000 knapp verdoppelt. Das sind die Prozesse. Und wenn man sich das vorstellt und das mal auf Deutschland überträgt, dann würde heute Deutschland, wenn wir es so sehen, wie es im Jahr 1945 war, wenn es letztlich die Zuwachsraten hätte, die für diese Staaten typisch sind, übrigens auch für Palästina typisch sind, dann hätte heute Deutschland 350 Millionen Einwohner. Aber letztlich, Deutschland hatte am 8. Mai 1945 etwa 70 Millionen Einwohner, alle toten und gestorbenen Flüchtlinge bereits abgezogen, so kann man das sagen. Und bei einem Bevölkerungstrend wie in Afrika, wie im westlichen Asien, in Afghanistan, Irak, nach der Syrien und so weiter, wären es 350 Millionen Einwohner. Und bezogen jetzt auf die Entwicklung, die jetzt aktuell ist, zur deutschen Einheit hatte Deutschland 75 Millionen Einwohner. Heutzutage hat es dank der Einwanderung 81 bis 82. Letztlich wären wir dem Trend gefolgt, wie er in Irak oder in Syrien herrscht, dann hätte sich die Einwohnerzahl Deutschlands jetzt verdoppelt. Das wären 160 Millionen Einwohner. Dann stellen wir sich mal die deutsche Politik vor, mit den Problemen, die sie hat. Kita-Plätze, und ich will jetzt gar nicht weiter spotten, ja, oder Autobahnbau oder was auch immer. Und jetzt hätte man jetzt in dieser Zeit eine Verdopplung gehabt. Und die weitere Perspektive für die Länder ist ja, dass es auch in den nächsten 30 Jahren eine Verdopplung gibt. Also wie sehe deutsche Politik aus, wenn sie sagen würde, ja, wir kommen von 75 Millionen, jetzt haben wir 160 Millionen und im Jahr 2050 haben wir 320 Millionen. Das ist der Trend von Nigeria und von anderen Ländern, weshalb man sich auch nicht wundern muss, dass dort staatlicherseits relativ wenig funktioniert. Ich gehe jetzt in diesem Kapitel sehr ins ökonomische und soziologische Detail. Ich arbeite das Thema der Entwicklungshilfe auf, aber es kommt letztlich dabei heraus, das ergibt sich einfach, wenn man selber der politische Prozesse mal in irgendeiner Form mitgestaltet hat, als Beamter oder als Politiker, dass der Problemdruck, der auf diesen Staaten ist, wenn man die Probleme denn ernst nehmen würde, ein ganz ungeheurer ist. Und was tun Menschen, wenn sie mit unlösbaren Problemen befasst sind? Sie befassen sich mit Problemen, wie sie lösen können. Wenn ich letztlich sowieso die Geschicke meines Staates nicht wesentlich dann beeinflussen kann, dann kümmere ich mich darum, dass ich Macht habe, dass es meiner Familie gut geht. Das heißt, es kommen dann eben andere Ziele. Ich hatte schon erwähnt, dass ich auch das Thema Entwicklungshilfe aufarbeite. Die Entwicklungsökonomen sind heute übereinstimmend der Meinung, wenn sie sich zurückhaltend ausdrücken, dass man eine positive Wirkung von Entwicklungshilfe nicht nachweisen kann. Ich zitiere einige interessante afrikanische Stimmen, die
sagen, dass letztlich also Entwicklungshilfe grundsätzlich für die Staaten das schädlich war, weil sie letztlich die also finanziellen Mittel angeschafft hat, mit denen der Korruption eben möglich ist. Das Kapitel endet mit solch einigen Stimmen und letztlich aber auch mit der Aussage, dass die natürlichen Ressourcen in Afrika, das westliche Asien mahne ich auch mit, aber vor allen Dingen Afghanistan, Syrien, Irak, aber Afrika ist der Hauptfokus, dass die natürlichen Ressourcen in Afrika so groß sind, dass man an sich sagen müsste, bei dem, was wir eine halbwegs vernünftige Governance nennen, bei einem vernünftigen Gesetzungsrahmen, bei einem vernünftigen Bildungssystem, also bei all dem, was man eben braucht, um als Staat und Gesellschaft zu funktionieren, könnten die afrikanischen Länder potenziell sehr reich werden. Denn also 40% alles für Ackerbau nutzbaren Landes liegt in Afrika, ist heute noch zu Teilen ungenutzt. Und letztlich hat Afrika auch einen Reichtum an Bodenschätzen der unterschiedlichsten Art. Aber letztlich ist das nicht der Engpass. Das mache ich auch deutlich. Länder wie die Schweiz oder Schweden oder andere oder der Singapur sagen ja sehr deutlich, dass man mit Wissen, Organisation, Fleiß und stabilen Strukturen auch ganz ohne Rohstoffe sehr, sehr wohlhabend werden kann. Und ich zitiere den englischen Entwicklungsökonomen Paul Collier, der schlicht und ergreifend sagt, wenn Mali das Sozialmodell von Frankreich hätte und über einige Jahrzehnte beibehalten würde, könnten sie genauso wohlhabend sein wie Frankreich. Das wiederum hört sich jetzt sehr gut an, ist wiederum auch zu einfach, weil auch das wird deutlich. Letztlich muss ich ja Mentalitäten ändern, ich muss menschliche Zielsysteme ändern, ich muss den Inhalt von Köpfen ändern. Letztlich, wenn man sich jetzt zur Zeit Karls Großen zurückversetzt, war dort in den Köpfen anderes als heute. Die Ziele, die uns heute interessierten damals keinen. Da ging es um das Heil und um die richtige Kirchenliturgie und um Ähnliches. Es ging nicht um Wohlstand und um Sicherheit und um anderes. Und die Frage, wie man den Inhalt von Köpfen ändern kann, das ist der Punkt, wo ich mich dann zurückziehe und sage, wir können das nicht tun. Wir können nur Rat geben. Wir sollten von Interventionen Abstand nehmen, wo immer der Westen interveniert hat, seit dem Ende der also Kolonialzeit hat dies mehr Schäden angerichtet, als es also Nutzen gestiftet hat. Das heißt, man muss hier letztlich sagen, wir müssen den einzelnen Teilen der Welt auch die Verantwortung für sich selbst geben. Das heißt, man muss handeln, man kann raten, man sollte aber nicht intervenieren. Man sollte auch nicht die ungelösten, nach der humanitären Probleme anderer Teile der Welt selbst zu lösen versuchen. Und das wiederum geht natürlich voll gegen den westlichen, europäischen oder auch amerikanischen also Zeitgeist, die sich ja gleichzeitig zuständig fühlen für die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern, wie für das Schicksal der Uiguren nach der Xinjiang und ganz viele andere Dinge, die auch alle wichtig sind. Aber letztlich, so kann man die Welt letztlich nicht steuern. Der letzte Kapitel setzt sich dann auseinander mit der Frage, was man tun kann. Und da ist im Wesentlichen der Punkt, und damit beginne ich, man muss Ordnung im eigenen Kopf schaffen. Das heißt, man muss die Gesellschaft, und das ist letztlich auch eine unvermeidliche gesellschaftliche Debatte,
Man muss letztlich sich als Gesellschaft, wobei ich benutze die Begriffe Staat, Gesellschaft, Kultur, Volk, Europa, Deutschland im weitgehenden Umfang auch synonym, weil das ineinander übergeht. Ich will mich jetzt nicht auf bestimmte Dinge feststellen. Letztlich sage ich dann aber doch, es gibt für Deutschland und Europa zur wirksamen Steuerung und Begrenzung der künftigen Einwanderung aus Afrika und dem Nahen Mittleren Osten keine Alternative. Also das ist das oder letztlich der Untergang. Den Begriff Untergang vermeide ich selbstverständlich im Buch, aber jeder weiß, dass ich das meine. Und diese Alternative erfordert eine wirksame Grenzsicherung, einen strikten und pragmatischen Umgang mit dem Recht auf politisches Asyl, eine zügige und möglichst vollständige Rückführung der für Asyl oder anderweitige Aufenthaltsrechte abgelehnten illegalen Einwanderung. Das nämlich ist die Machtfrage. Wenn wir es schaffen, 250.000, die bei uns keinen Aufenthaltsstatus haben, dann zurückzuführen, haben wir die Machtfrage gestellt und geantwortet. Und dann sage ich letztlich, die Benennung von Fakten und handlungsleitenden Normen ist kein feindseliger Akt, auch wenn es unangenehm ist, auch kein Aufruf zum Hass, sondern eine unerlässliche Voraussetzung, um überhaupt zutreffend analysieren zu können. Und dazu gehören dann folgende Aspekte. Man muss die Machtfrage für sich selber stellen und man muss sie auch beantworten. Und das heißt eben, wir, die staatlichen Organe und die Bevölkerung des aufnehmenden Landes und nicht die Einwanderer bestimmen die Maßstäbe und Prinzipien, nach denen Einwanderer ausgewählt werden und die rechtlichen und normativen Vorgaben, die man bei uns beachten muss und die man auch notfalls erzwingen muss. Und dass dies nicht mehr dann geht, wenn die Einwanderer die also Mehrheit haben oder eine sehr, sehr starke Minderheit sind, ist natürlich auch klar. Insofern bedeutet die Machtfrage stellen und beantworten eben auch, dass man unerwünschte Einwanderung sehr schnell und sehr konsequent eben auch unterbindet. Da muss man die nach der Leitkultur propagieren und durchsetzen. Letztlich ist ja unsere Leitkultur auch etwas, die den Erfolg der westlichen Lebensart ausgemacht hat und auch die Überlegenheit des westlichen Entwicklungsmodells über den Rest der Welt gebracht hat. Natürlich kann man nicht gegen Einwanderung sein, das wäre falsch, es ist auch unsinnig, aber man muss natürlich schon die Maßstäbe richtig setzen. Und wenn wir die Maßstäbe richtig setzen und gleichzeitig eine wirksame der Kontrolle über den Zutritt haben, dann haben wir auch vieles gelöst. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Und letztlich geht es dann darum, dass man eine nach der selektive Einwanderungspolitik auch durchsetzt und langfristig betreibt. Und dann geht es um das Asylrecht und dessen Bestimmung. Hier habe ich Vorschläge, die ich schon mal interessanterweise weitgehend ohne öffentliche Resonanz in der FAZ veröffentlicht habe im Jahr 2006, die ich dann wiederum modifiziert gebracht habe in meinem letzten Buch Feindliche Übernahme. Genau diese Abschnitte haben mir den Parteiausschluss eingetragen und die ich jetzt wiederum aktualisiert und modifiziert hier bringe. Und letztlich, niemand kann ja gegen das Recht auf politisches Asyl sein, wenn jetzt eine der jungen Frauen aus Weißrussland, Tichanowa oder wie immer sie heißen, zu uns kommt und sagt ich möchte bei euch politisches Asyl haben, sagen wir natürlich ja. Oder jetzt der Nawajew oder wie er heißt, der da vergiftet wurde oder anderes oder auch aus Afrika, wenn sich jemand politisch engagiert und wird deshalb an Leib und Leben verfolgt. Es sind nur immer minimale Zahlen von Menschen, die sich politisch engagieren. Die können wir alle aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Und es ist ja interessant, dass unsere Verwaltungsgerichtsbarkeit, die ja lange braucht, bis sie Urteile produziert, doch am Ende, wenn man
alle Fälle der BANF der letzten 10 Jahre auswertet, kommt man raus, in weniger als 1% der Fälle wird also der politisches Asyl nach Artikel 19a der Grundgesetz gewährt. Ja, 16a Grundgesetz gewährt. Also letztlich, das ist nicht das Problem. Um dies zu lösen, müssen wir mal zunächst anders umgehen mit dem Thema der Flüchtlinge. Ich schlage vor, die Genfer der Flüchtlingskonvention wieder auf den Stand von 1964 zu bringen. Das heißt, Europa ist zuständig für europäische Flüchtlinge. Wir helfen in der ganzen Welt gerne mit Helfern und mit Hunderten von Millionen, aber die Flüchtlinge sollen doch bitte dort untergebracht werden in der Nähe ihrer also Herkunftsgebiete. Und ich schlage vor, dass wir letztlich das Asylrecht aus dem deutschen Verwaltungsrecht abkoppeln. So, das hat geradezu einen moralischen nach der Schlagfluss produziert bei den drei Mitgliedern der Bundesschiedskommission, weil ich nämlich gesagt habe, das Problem beginnt damit, dass jeder, der die deutsche Grenze erreicht und das Wort Asyl ausspricht, wird zu einem also Subjekt des deutschen Rechts. Er bekommt nicht nur Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das ist wenig, sondern er hat den gesamten deutschen Rechtsweg zur Verfügung. Und das muss geändert werden. Wir müssen so eine Art Vorzimmer schaffen mit einer gläsernen Wand, sogenannte Transiträume, wie man das nennen muss. Und in diesem Vorzimmer gelten andere Regeln, nämlich die Frage, ob man Einlass bekommt, um sich für Asyl zu bewerben, wird einer Vorprüfung unterzogen, die natürlich also seriös sein muss, aber in gewissem Umfang eben auch der kursorisch sein darf und auch letztlich natürlich rechtlich begleitet werden muss, aber in einem vereinfachten Verfahren. Und gegen das Verfahren ist auch kein Widerspruch möglich. Und dann habe ich schon mal 98% draußen. Und die übrigen 2% gehen dann eben vor die deutschen Gerichte und davon bekommt dann die eine Hälfte Asyl und die andere bekommt es nicht. Dass man derartige Dinge natürlich in einem Schengen-Raum an der Außengrenze des also Schengen-Raums machen müsste, ist auch klar. Insofern alle meine Vorschläge basieren immer darauf, dass sie letztlich auf europäischer Ebene umgesetzt werden. Nur dann, wenn es dort nicht geht, muss eben der also Nationalstaat eingreifen. Und das führe das und viele andere Dinge führe ich dann im Kapitel 6 aus. Und dann findet man ja interessante Lesefrüchte. Ein Martin Wagner, den ich bisher überhaupt nicht kannte, ist also Professor an der Verwaltungshochschule des Bundes, in Brühl oder in Hürth und bildet dort Menschen aus, die beim Verfassungsschutz arbeiten oder beim BND oder sonst wo. Und der hat ein Buch geschrieben, für das er offenbar keinen Verlag brachte. Darauf hat er es im Eigenverlag rausgebracht, indem er ausgerechnet hat, was denn eine deutsche Grenzsicherung kosten würde. Ich habe mir erlaubt, dieses Buch bei mir ausführlich zu zitieren und hoffe, dass dann seine Erkenntnisse weiter verbreitet werden als im Augenblick. Aber das ist ganz interessant. Er sagt er sieht einen Aufwand für also Grenzsicherungen von 25 bis 30 Milliarden, also für physische Grenzsicherung, wenn man es wirklich gut ausbaut, voraus. Und er sieht einen Personalbedarf mit Schichtbetrieb und so weiter von 75.000 Grenzern, wo er dann sagt, dass die heutige Bundeswehr und Bundespolizei entsprechend organisiert, dies auch da bringen könnte.
im Abschlusskapitel, das sollten Sie dann aber dann selber lesen. Ich gehe dann weil für seine viele Details. Ich gehe dann ein, und das ist auch ganz interessant, da auf die Praxis der also Grenzsicherung in unterschiedlichen Ländern der Welt, von USA bis Israel. Auch daraus sieht man, dass man nicht sagen kann, es funktioniert generell oder es funktioniert generell nicht, sondern es gibt immer wieder unterschiedliche Bedingungen, unter denen etwas funktioniert. Und ich gehe auch auf die Praxis der Einwanderungspolitik und nach der Asylgewährung in unterschiedlichen Ländern. Auch dies sehr, sehr aufschlussreich. Es ist immer interessant, dass Ungarn oder Dänemark, ganz unterschiedliche Länder, es schaffen, angeblich auch das europäische Recht voll bewahren, mehr oder weniger keine Asylbewerber zu haben. Also es ist auch hier bei uns mehr möglich, als man so glaubt. In meiner Abschlussbetrachtung fasse ich dann natürlich noch mal alles zusammen und stelle dann am Ende eine Rechnung an, mit der das Buch schließt, die ich aber im Buch auch schon selber aufgenommen habe. Und das werde ich mal kurz vortragen. Viele sehen heute da den Klimawandel als das zentrale Problem der Menschheit an. Das ist nicht falsch, aber es ist unvollständig. 1945 gab es auf der Erde 2,3 Milliarden Menschen, davon 70 Millionen Deutsche. Seitdem ist die Zahl der Deutschen deutlich geschrumpft, wie sich zeigt, wenn man von der aktuellen Bevölkerung in Deutschland die Einwohner mit dem Migrationshintergrund abzieht. Bei einer ähnlichen demografischen Entwicklung wie in Deutschland in den letzten 75 Jahren würden heute auf der ganzen Welt statt 7,8 Milliarden, wie wir es aktuell haben, allenfalls nach der 2 Milliarden Menschen leben. Die Zahl der Deutschen ist ja praktisch von 1945 bis heute von 70 Millionen auf 45 Millionen geschrumpft. Wenn ich dieses auf die Weltbevölkerung des Jahres 1945 anwende, 2,3 Milliarden, kommen wir sogar bei nur 1,5 Milliarden raus. Ich habe hier geschrieben, knapp 2 Milliarden. Und die UNO-Prognose unterstellt ja fürs Jahr 2050 9,7 Milliarden und fürs Jahr 2100 also 10,9 Milliarden. Immer unter der Annahme, dass die Geburtenraten in Afrika endlich zurückgehen. Wenn sie das nicht tun, sind es noch mehr. Und nun kommt folgende Überlegung. Nehmen wir mal an, die Welt wäre insoweit am deutschen Wesen genesen, als sie seit dem Jahr 1970 etwa dem deutschen Bevölkerungstrend gefolgt wäre. Dann hätten wir heute auf der Welt maximal 2 Milliarden Menschen. 2 Milliarden Menschen auf der Welt können sich aber ohne weiteres den heutigen der Ressourcenverbrauchs Europas oder Nordeuropa leisten, da pro Kopf gerechnet, ohne dass der Regenwald gefährdet würde oder dass das Klima beschädigt würde. Das heißt, so gesehen ist die Klimakatastrophe nicht die Folge des westlichen Lebensstils, sondern die Folge, dass wir die Welt mit mittlerweile 7,8 und demnächst 11 Milliarden Menschen bevölkern. Das zentrale Problem der Menschheit ist in dieser Hinsicht vor allen Dingen das ungezügelte Bevölkerungswachstum. In einigen Jahrzehnten werden allein in Afrika doppelt so viele Menschen leben wie im Jahre 1945 auf der ganzen Welt. Die Bevölkerungsentwicklung steht im Mittelpunkt der meisten Probleme, die die Menschen plagen und als erstes deren Folge der menschengemachte Klimawandel. Vormoderne Kinderzahlen und die industriellen Errungenschaften der Moderne für alle Menschen, das geht eben nicht zusammen. Und das können wir auch nicht dadurch versöhnen, dass wir immer mehr Menschen nach Europa einwandern lassen. So, das ist, wenn man so will, am Ende eine gewisse zentrale Pointe. Ich komme natürlich auf das
auf das Bevölkerungsthema immer wieder an unterschiedlichen Stellen meines Buches. Und ich habe auch in Vorbereitung des Buches viele sogenannte der politisch der korrekte nach der Migrationsbücher gelesen, die ich allerdings also nicht zitiert habe, soweit ich meine, dass ich aus ihnen nichts lernen könne. Nirgendwo spielt das Bevölkerungsthema eine Rolle. Das heißt, die Bevölkerung, das Bevölkerungsthema wird in der gesamten Wissenschaft von der Migration weitestgehend ausgeklammert. Auch übrigens im UNO, der Migrationspakt, dem ich auch an passender Stelle des Buches einen längeren Abschnitt der widme, spielt das Bevölkerungsthema keine Rolle. Das Bevölkerungsthema spielte übrigens auch keine Rolle in der offiziellen Entwicklungsstrategie des BMZ. Da gibt es ein beamtenmäßig sehr ordentlich abgefasstes Papier aus dem Herbst 2018, was ich auch zitiere, das ganz gut Defizite aufweist. Aber nur irgendwo ganz, ganz verschlüsselt spricht, man müsse Frauen unterstützen, man bräuchte irgendwie mehr Familienplanung. Das ist so im Nebensatz irgendwo untergebracht. Aber dass die ungezügelte Bevölkerungsentwicklung das zentrale Problem eigentlich aller unterentwickelten Länder ist, das kommt nicht vor. Und das wiederum ist jetzt natürlich ein interessantes Thema in der heutigen mentalen Umwelt. Ich staune immer, wie es Menschen mit guter wissenschaftlicher Ausbildung, die auch ihres Verstandes durchaus mächtig sind, es schaffen, dann, wenn sie das eigentliche Problem sehen, rechtzeitig davor ihre Gedanken so zu beschränken, dass sie auf das eigentliche Problem nicht kommen können, nicht mehr kommen. Das Problem politische Korrektheit fasst das Phänomen nicht. Das ist ein interessanter Aspekt von der kollektiven Selbstzensur. Ja, damit möchte ich enden. Danke. Ja, okay. Ja.